Mein Leben vor dem Masterstudium. Ich habe die Matura abgeschlossen an der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe in Wien, in Erdberg. Danach habe ich meinen Präsenzdienst abgeleistet beim österreichischen Bundesheer. Bin danach direkt in das Bachelorstudium Vollzeit der internationalen Wirtschaftsbeziehungen eingestiegen, habe mich dort auf den Schwerpunkt Logistik fokussiert, habe dieses Studium innerhalb von 6 Semestern abgeschlossen, habe danach bei Spar Österreich Gruppe als Logistikleiter angefangen zu arbeiten, auch natürlich ein Vollzeitjob. Und seit September bin ich hier im Masterstudium für internationale Wirtschaftsbeziehungen mit dem Schwerpunkt Legal Management. Ganz klar, es ist eine Neuvertiefung hier an der Fachhochschule und es hat für mich einige interessante Themengebiete gegeben, wo ich sage, ja, da steige ich ein und da kann ich sicher was dazulernen für meine Zukunft. Das Besondere an meiner Fachrichtung ist sicher die Mixtur aus Theorie und Praxis. Wir haben Lektoren aus sehr erfolgreichen Unternehmen in der Wirtschaft, was uns nicht nur die Theorie beibringen, sondern auch die Praxis sehr nahe, was mir im Job schon des Öfteren geholfen hat, vor allem beim strategischen Management ein bisschen oder der Umgang mit Mitarbeitern. Da bekommt man schon einige Sachen mit, wo man sagen kann, ja, die lernt man nur von erfahrenen Personen und nicht von einem Lehrbuch. Was ich mitgenommen habe vom ersten Semester bis jetzt, waren ganz klar strategische Inhalte, wie man mit den Mitarbeitern umgeht, wie man etwas plant, wie man sich selbst organisiert, wie man Abläufe organisiert. Also das würde ich als Hauptaugenmerk, was ich als Wissen hier mitgenommen habe, legen. Ich habe noch keine fixen Zukunftspläne. Natürlich möchte ich mit dem Abschluss des Master Degrees hier an der FH die Karriereleiter emporsteigen. Aber natürlich möchte ich in Zukunft einen Job ausüben, der was mir Freude bereitet, Spaß macht und wo ich so viel wie möglich Erfahrungen im internationalen Kontext sammeln kann.